Hallo ihr Lieben, heute geht es um Choralfantasien. Da habe ich heute die Franz Tunder Choralfantasie von der Beckmann-Ausgabe. Es geht ja meistens bei Ausgaben von Noten nicht um den Verlag an sich, sondern um den Herausgeber, um den es sich mehr oder weniger dann dreht. Aber allgemein zu Choralfantasien. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Franz Tunder, 1614 bis 1667, norddeutsche Musik. Und für viele sind ja Choralfantasien so etwas wie böhmische Dörfer. Es ist auch eigentlich, ja, es hat schon etwas Exotisches, obwohl es, wie gesagt, alte norddeutsche Musik ist, empfinde ich es als unglaublich faszinierend und exotisch. Nehmen wir eben diesen Choral Nummer 10, In dich habe ich gehofft, Herr. Da geht schon los. Wie registriert man denn so etwas? Also steht ja hier rückpositiv, das heißt, die Choralmelodie, die verzierte, ist im Sopran in der rechten Hand im Rückpositiv. Das Rückpositiv ist aber meistens unten im ersten Manual. Vor allem bei norddeutschen Orgeln. Man stelle sich sozusagen, egal wo man ist, eine norddeutsche Schnitker-Orgel vor, wenn man norddeutsche Choralfantasien spielt. Wie ist es angeordnet? Was haben wir hier für Farben? Wo ist das Rückpositiv, das Hauptwerk und so weiter? Dass man das sozusagen wie im Kopf hat, wenn man das übt. Und dann kann man sich überlegen, wie registriere ich jetzt die Choralmelodie im Rückpositiv. Das kann ich entweder mit einer Zunge machen. Jetzt bin ich hier in der Rieger Mühleisenorgel, also ganz andere Welt. Aber ich kann das beispielsweise, dann sage ich mal hier, okay, haben wir das Rückpositiv? Wir haben ja auch tatsächlich eins. Aber das Rückpositiv hier, was ich hier jetzt gerade habe, ist auf dem dritten Manual. Aber wir beschäftigen uns nicht damit, sondern sagen, okay, wir nehmen das Rückpositiv wie an den norddeutschen Orgeln auf dem ersten Manual. Und überlegen uns zum Beispiel das Grumman. Man muss halt gucken, ob die Zungen auch einigermaßen gestimmt sind. Zu einem Grumman wäre auf jeden Fall gut, also mal auf jeden Fall ein 8. Und ja, ich würde hier noch 4 Fuß nehmen. Und dann kann man die Begleitung, die schöne dichte samtene Begleitung, einfach mit einem Prinzipal, wenn der nicht zu leise ist. Und natürlich haben wir die Choralmelodie auch im Pedal, also im Bass. Wir haben also die in zwei Linien laufen, wie es auch bei Scheidemann oft der Fall ist. Und da wir ja schon in der Melodie eine Zunge haben, sollte man das im Bass, im Pedal auch nehmen. Hier könnte man aber natürlich keine spanischen Zungen, wie ich jetzt hier habe, sondern eine normale Zunge. Da könnte man hier jetzt zum Beispiel die Trompete nehmen. Dann haben wir unten eine. Es darf natürlich nicht zu laut sein. Da muss man darauf achten, dass es auch hier zusammenpasst. Nicht, dass das Prinzipal komplett untergeht, wenn ich im Pedal eine Zunge habe. Und auch, dass das hier gut zusammenpasst und nicht irgendwie. Sonst könnte man hier vielleicht noch einen Zweifuß nehmen. Der würde auch, falls das Grumman nicht ganz sauber ist, es etwas säubern im Klang. Gut, jetzt haben wir hier natürlich eine Stelle, die sehr tief runter geht. Das ist für so eine Zunge gut geeignet. Man könnte das natürlich nämlich auch mit Sesquialtera. Und habe ich hier oben ja auch stehen, noch eine 4 Fuß und 8 gedackt, eventuell 2 noch dazu. Aber die Sesquialtera bei so ganz tiefen Läufen hier unten, dann stirbt die so ein bisschen ab. Die verliert total. Sie gibt hier ihren Geist auf. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man am Anfang in diesem Fall tatsächlich mit Zungen macht. Und das Schöne bei diesen Choralfantasien ist, dass jede Strophe neu registriert werden kann. Hier kann ich dann zum Beispiel mit Sesquialtera weitermachen. Hier befinden wir uns in keiner Art und Weise mehr so tief. Und es hüpft ja auch zwischen den Manualen fröhlich hin und her. Ich kann also mindestens in dieser Choralfantasie 3, 4 Mal registrieren. Ich komme hier da voll auf meine Registrierkosten. So, was ist noch wichtig? Es hat sehr, sehr, sehr viele Abschlüsse, die immer sehr weich abnehmen. Hier zum Beispiel verliert sich die Choralmelodie, es kommen Pausen, sehr, sehr viele Pausen, die müssen ganz genossen und ausgekostet werden und dann weich weiter, insgesamt wirklich ganz weich. Man muss bei jeder Orgel erstmal fühlen, wo ist der Druckpunkt? Das ist hier auch gar nicht so leicht.
oft ist der Druckpunkt nicht gleichmäßig und dann ist es gar nicht so leicht, das nicht zu viel Druck zu geben, sodass es immer noch weich bleibt. Trotz oft des unregelmäßigen Druckpunktes an Orgeln, dass man den aber erstmal fühlt, dass man es so weich macht, dass man den Druckpunkt gerade erwischt und auf keinen Fall zu hart. Das betrifft auch das Pedal, dass es weich einsetzt und dass es auch gleichzeitig wieder weggeht und immer im Fluss ist. Und auch wenn es dann hin und her wechselt. Genau.